Christian Franke, die Hinrunde die ist vorbei, eure Aufbeise. Wie bist du zufrieden mit dieser Hinrunde 2021? Ja, es geht natürlich bei uns in erster Linie um Entwicklung von Spielern, also dass sie Fortschritte machen können, dass sie sich etablieren können. Und dort, denke ich, stechen aus meiner Sicht drei Spieler aus unserer ersten Mannschaft raus. Der Defu Fabomas, der Sandro Lauper und der Michel Ebischer, die doch Leistungsträger sind worden in der ersten Mannschaft, dort wichtige Rollen einnehmen und auch im Laufe der Vorrunde in der A-Nationalmannschaft aufgeboten worden. Das ist natürlich für uns sehr erfreulich. Nebendran haben wir Entwicklungen von einem Felix Mbimbi oder einem Fabian Rieder und einem Nico Meier, der jetzt in den letzten Spielen eingesetzt wurde, die zeigen, dass es möglich ist, bei IB sich in der ersten Mannschaft durchzusetzen, wenn man Qualität und vor allem auch die richtige Einstellung mitbringt. Andere, die müssen einen Umweg nehmen oder die werden zuerst mal ausgelernt. Die Challenge League, da hat IB auch ein paar Spieler. Wie läuft es dort? Genau, das ist eine weitere Möglichkeit. Also etwas, was für uns sehr wichtig ist, das wird nicht jeder eigenen Junior den Weg direkt in die erste Mannschaft arbeiten können. Darum arbeiten wir dort auch mit dem Patrick Schuler, mit einer Vertrauensperson zusammen, die Spieler eng begleitet. Und wir haben da im Moment fünf Spieler, die ausgelegt sind in der Challenge League, die sich gut entwickeln, dort zu viel Spielzeit kommen und hoffentlich dort den Weg wieder zurück bei uns in die erste Mannschaft führen kann. Und in der ersten Mannschaft auch sehr erfreulich natürlich verschiedene Debütanten in dieser Runde. Ja, das ist natürlich immer ein Highlight für alle, die mit der U-Space arbeiten. Wenn er so einen Spieler, den man über lange Zeit doch begleitet hat, das erste Mal in der ersten Mannschaft auflaufen kann. Bei meinen oder anderen hat es auch ein bisschen Gründe, die mit Verletzungen von anderen zusammenhängen. Aber für uns ist es natürlich erfreulich. Ich denke gerade auf der Goalie-Position, der Abdullah Laidani oder der Leandro Zbinden, den wir jetzt in den letzten zwei Spielen gesehen haben, die ihre ersten Einsätze können machen konnten. Oder Yannick Dure, der zeigt, dass es verschiedene Wege gibt, bei die erste Mannschaft zu kommen. Er ist ja bei uns in der Nachwuchsabteilung gross geworden. Er hat sich dann für einen anderen Weg entschieden, ist jetzt wieder bei uns zurück in der ersten Mannschaft und hat im letzten Saisonspiel gegen Lugano sein Debüt in der Super League können geben. Sehr schön, sehr erfreulich. Und ja, eben, es kommt wie immer etwas auf von unten. Wie sieht es aus, wenn man da runterschaut auf die Teams unter der ersten Mannschaft? Was steht da? Was kommt, drückt da für die Zukunft vielleicht wieder gegen auf? Ja, dort geht es natürlich in erster Linie um Entwicklung, also Spieler entwickeln, Spieler weiterbringen. Ich denke, dort ist uns ein wichtiger Schritt letzten Sommer gelungen mit dem Aufstieg von der U21-Mannschaft in die Promotion League. Dort haben wir deutlich gemerkt, dass das Niveau höher ist, dass unsere Spieler mehr gefordert sind, dass sie mehr müssen leisten müssen, dass die Gegner besser geworden sind. Und das ist sehr erfreulich, weil das bringt unsere Spieler weiter und kann sie näher an die erste Mannschaft herführen. Zusammen mit dem Spiel, das wir in der Youth League hatten, gegen internationale Top-Mannschaften, wo viele Spieler von der U18 dabei waren, sind das natürlich super Möglichkeiten zur Entwicklung für die Spieler, wo sie sich auch auf höchstem Niveau beweisen können. Und schlussendlich, wenn sie sich gut entwickeln, spiegelt sich das dann auch in den Resultaten und in den Tabellen wieder. Also, man kann sagen, eben, es ist ein kontinuierlicher Weg, der durch die Youth Base geht und wo auf allen Ebenen gute Arbeit geleistet wird. Ja, es ist wichtig, dass wir immer die einzelnen Spieler ins Zentrum stellen. Das fährt schon ganz, ganz weit unten an, im ganzen Foodtech-Bereich, wo wir zusammen mit unseren Partnervereinen wirklich unglaublich grosse Arbeit leisten, von vielen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren. Und die Spieler, die ich vorher erwähnt habe, zum Teil auch begleitet haben in ihren ersten Schritten. Dort fährt eigentlich alles an und geht dann weiter über die erste Mannschaft im Spitzenfußball, U15, U16, U17, bis sie dann langsam so ein bisschen Richtung erste Mannschaft gehen, U18, U21, und dann hoffentlich dann den Weg in die erste Mannschaft oder vielleicht eben über einen Umweg auch einschlagen. Jetzt ist Pause, eine wohlverdiente Pause, Festtag, ein bisschen Ferien auch. Wenn wir vorher schauen in Zukunft, wie geht es weiter? Nach dieser Pause, wann geht es dann wieder los mit der Rückrunde in eure Aufbeis? Wir fangen eigentlich in der ersten Woche, wo wieder Schule ist, das ist am 10. Januar, fangen wir auch wieder mit dem Training an. Dann hast du verschiedene Sachen an, wie ein Trainingslager, internationale Spiele, wo wir noch ein bisschen schauen müssen, was dann wird möglich sein wird. Wir hoffen natürlich, dass wir die Spiele bestreiten können. Und ich bin sehr gut vorbereitet auf den Start der Rückrunde, die Mitte Februar wird erfolgen, mit wieder zahlreichen guten Möglichkeiten, guten Spielen, die sich unsere Spieler weiterentwickeln können, die sich hoffentlich aufdrängen für einen oder anderen Profivertrag ab nächsten Sommer. Sehr gut. Wir freuen uns auf das, was kommt. Merci vielmals, Christian Franke. Merci auch.